Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hatte ja in diesem letzten Video, wo es um eine Fahrradtour von Glehn nach Rommerskirchen ging, zu meinem Garten hierhin, mal erwähnt, dass ich diesen Garten noch mal explizit filmen möchte oder vorstellen möchte. Das werde ich heute tun. Ja, wir sind jetzt hier an der Einfahrt von meinem Garten. Dieses Schild. Ja, mein Bruder hat Bienen. Da gehen wir auch gleich mal vorbei. Und ja, also ich hatte im Frühjahr schon mal hier ein bisschen gefilmt. Da sah es wirklich viel schöner aus. Da war diese Blumenwiese hier auch noch ein bisschen netter. Wir haben jetzt September und langsam legt sich die Natur zur Ruhe. Ja, eine kleine Hütte steht hier auch. Das war früher mal ein Pferdestall, also es war mal eine Pferdeweide hier. Und dieser Pferdestall, ich drehe mich mal, den konnte ich zubauen zu einem, ja, Geräteschuppen, beziehungsweise habe ich da jetzt ein bisschen, wo man sich auch mal hinsetzen kann, ein bisschen wohnlich gemacht. Ja, hier gehen wir jetzt zu unserer Küche. Und ja, das ist hier die Hütte. Mein Gewächshaus im Hintergrund, was ich letztes Jahr gebaut habe erst. Ich gehe mal weiter. Ja, hier der Tabak, den ich dieses Jahr mal gepflanzt habe und mal ausprobieren wollte, wie so eine Tabakpflanze funktioniert. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, was draus wird. Dann hier dieses Sonnenblumenfeld. Ja, hier ist aber noch richtig was los. Noch viele Schmetterlinge, so wie ich gerade sehe. Ja, die Bienen sind auch noch aktiv. Wahrscheinlich wegen der noch blühenden Pflanzen hier. Ja, wie gesagt, die Bienen sind von meinem Bruder. Der macht auch den Honig und so weiter, verkauft den auch. Und da habe ich nicht viel mit zu tun. Hauptsächlich, was ich hier tue, ist eigentlich gar nichts. Außer ein bisschen rumwerkeln, wenn ich Lust habe, und abhängen. Ja, also dieser Garten ist einfach nur zum Chillen. Der wird auch nicht großartig gepflegt. Mein Bruder, freundlicherweise, mäht er ab und zu noch mal hier den Rasen, damit man überhaupt durchgehen kann. Ja, viele Brennnessel, die auch wichtig sind für Insekten. Gut, manchmal, wenn ich einen Anfall bekomme, reduziere ich die so ein bisschen, weil sonst wäre hier alles zugewachsen. Ja, also wie gesagt, der Garten ist jetzt wirklich zum Chillen gedacht und nicht jetzt unbedingt als Nutzgarten. Obwohl ich tatsächlich jetzt mit dem Gewächshaus auch mal nächstes Jahr so ein bisschen Kräuter und Salate im Gewächshaus machen wollte. Weil das Problem hier ist halt mit dem Wasser. Ich habe hier nicht wirklich Wasser. Ich habe hier so 4000 Liter Tanks, die praktisch sich mit Regenwasser füllen. Allein nur vom Dach von der Hütte. Und die sind natürlich bei einem trockenen Sommer schnell verbraucht. Und wenn ich mir dann hier die Arbeit mache und irgendwelche Massen von Pflanzen, Gemüse setze und so, und habe dann kein Wasser mehr und alles geht kaputt, ja, das ist dann auch nicht toll. Ich werde gleich noch mal mit der Drohne hier fliegen, damit man das Ganze mal von oben sieht. Und ja, also in diesem Garten hier tanke ich echt die Energie für den Alltag. Und ja, was ist für mich sehr wichtig ist. Ja, ich werde noch mal ein paar Bilder jetzt einblenden, so ein paar kleine Impressionen.
So, das waren ein paar Eindrücke und Bilder aus meinem Garten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und möchte mich auch hiermit verabschieden und sage mal, hoffentlich bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, geht raus und macht's gut. Tschüss.